Neben mir steht Werner Powoden und wir sind heute auf dem Corporate Learning Camp hier in Frankfurt. Und wir haben uns gerade unterhalten über Workplace Learning. Werner, du hast Erfahrungen im Workplace Learning und zwar mit einer ganz speziellen Zielgruppe, mit Medizinern. Was verstehst du unter Workplace Learning und wie sieht das in der Medizin aus? Ja, das ist eigentlich ein schwieriges Thema. Ich bin auf die Fragestellung, was Workplace Learning ist, eigentlich erst im Laufe des Projektes gekommen, da ich dann starke Differenzen festgestellt habe zwischen der allgemeinen Meinung, die überall erzählt wird unter den Learning Professionals und wie es dann in der Praxis ausschaut. Wir haben das in einem konkreten Beispiel nachvollzogen und zwar im Dienstmodus der Ärzte im Krankenhaus. Da muss man natürlich als Hintergrund sagen, dass der diensthabende Arzt in der Klinik Anwesenheitspflicht hat und der diensthabende Oberarzt seinen Dienst von zu Hause in der Regel ausführt. Tagsüber, wenn die Belegschaft vollzählig ist, ist die Problematik nicht so groß. Die Problematik in den Diensten ist immer groß, wenn während der Nacht und an den Wochenenden. Und da gibt es Situationen, wo der diensthabende Arzt Rücksprache halten muss mit seinem Oberarzt, ob jetzt eine Operation eingeleitet wird, vorbereitet wird oder ob eine Stabilisierung erfolgt und am anderen Tag operiert wird, wenn die Mannschaft wieder vollzählig ist. Und das ist ein konkretes Szenario. Das heißt also, die Rücksprache mit dem Oberarzt findet immer dann statt, wenn eine Problemsituation auftaucht während der Arbeit, während des Arbeitsprozesses. Und diese Problemsituation wird dann dadurch gelöst, dass der diensthabende Arzt in der Klinik Rücksprache halten kann über eine virtuelle kollaborative Szenario. Und zwar im Tandem-Modus kann er dann den Oberarzt, der zu Hause ist, zur Begutachtung von Röntgenbildern oder Diagnostik von Röntgenbildern auf das gleiche Röntgenbild schalten und kann gemeinsam mit ihm die Diagnostik machen und die Begutachtung dieses Röntgenbilds und daraus die Therapiemaßnahmen abzuleiten. Der Hintergrund ist ja dahin, dass hier zwei verschiedene Szenarien ablaufen. Einmal ein kollaboratives Szenario und zum anderen ein kooperatives Szenario. Das basierend auf Wissensteilung und geteiltes Wissen wieder referiert. Das heißt, das Szenario der Wissensteilung basiert auf einem Wissensdefizit seitens des Arztes, der ja in Ausbildung ist. Und dieses wird dann durch Wissensteilung im kollaborativen Sinne, also in synchronen Kommunikationsprozessen, mit dem Oberarzt, der sein von zu Hause über dieses Szenario realisiert. Und das geteilte Wissen, das geht davon aus, dass alle Beteiligten an diesem Szenario die Tätigkeiten, die auszuführen sind, auf dem gleichen Niveau ausführen kann. Das heißt also, wenn die Diagnostik und festgestellt ist, dann und es ist erforderlich, dass eine OP eingeleitet wird, dann sind ja die Szenarien vorhanden und dann wird delegiert. Das heißt also, in Kooperation führt dann der Arzt in der Klinik diese Tätigkeiten aus, bis der Oberarzt von zu Hause in der Klinik ist, um dann in den OP zu gehen. Dieses ist ein echtes Workplace-Szenario und wir unterscheiden hier auch zwischen arbeitsplatznahem Lernen und Workplace-Learning. Weil das, was in der Regel immer so gesagt wird, das verstehen wir zum überwiegenden Teil unter arbeitsplatznahem Lernen. Das heißt also das Anschauen von Webinaren, das Lesen von PDFs. Das heißt also, es ist nach dem Prinzip des Distributed Cognition sind dies arbeitsplatznahe Lernszenarien, weil die kann ich abends machen und die kann ich auch während des Arbeitsprozesses machen. Ja? Das heißt, sie bleiben aber trotzdem arbeitsplatznahes Lernszenarien, auch wenn sie während des Arbeitsprozesses zur Problemlösung mit herangezogen werden. Ja? Aber also, es ist kein echtes Workplace-Learning-Szenario. Also du definierst dieses Workplace-Learning so als ein synchrones Lernen mit einer anderen Person, wenn ich das richtig verstehe? Einmal ist richtig, was du gesagt hast, also ein synchrones Lernen mit einer anderen Person. Und es muss
zum Lösen eines Problems, das während des aktuellen Arbeitsprozesses entstanden ist, dienen. Okay, schönen Dank für diese Sicht auf Workplace Learning. So habe ich das bisher noch nie gehört. Schönen Dank und ich wünsche dir heute noch ganz viel Erfolg bei diesem Corporate Learning Camp hier. Danke.